Ich bin Gabi Reich-Gutjahr und ich stelle Ihnen die Sendl-Regel Nummer 35 vor. Wenn Ihr Wettbewerber es so macht, machen Sie es anders. Was meinen wir damit? Nur die wenigsten von uns haben den Luxus, das einzige Unternehmen auf dem Markt zu sein, das einen bestimmten Service oder ein bestimmtes Produkt anbietet. Sie müssen sich also von anderen Anbietern unterscheiden, sonst sind Sie einer von vielen. Üblicherweise sprechen Verkäufer ja über eines von drei Themenfeldern, um sich gut zu positionieren. Über Qualität, über Lieferservice oder über Preis. Wenn Sie mit einem Interessenten sprechen, sagen Sie vielleicht, wir haben herausragende Produkte und erläutern alle Eigenschaften Ihres Produktes und warum dies für den Kunden nützlich ist. Das Problem hierbei ist, dieses Verhalten erzeugt zwangsläufig Preisdruck. Denn wenn jeder seinen potenziellen Kunden erzählt, wir sind die Besten, wir sind die Größten und wir haben genau das Richtige für dich, was soll der Interessent dann tun, um sich zu entscheiden? Er sucht nach Differenzierungsmöglichkeiten und fragt logischerweise, okay, was ist dein bester Preis? So entsteht Preisdruck. Und das ist das Letzte, was Sie wollen. Was tun Sie stattdessen? Lassen Sie uns die Sendl-Regel anschauen. Wenn die Wettbewerber es so machen, machen Sie es anders. Was heißt das? Sie müssen zunächst analysieren, was der Wettbewerb tut, wie er sich präsentiert, wie er sich vermarktet und der Markt verhält. Dann müssen Sie Ihre eigenen Produkte und Services anschauen und sich deren Besonderheiten bewusst machen, damit Sie sich gezielt differenzieren können. Und jetzt kommt das Entscheidende. Sie müssen diese Einzigartigkeit auf eine andere Art vermarkten. Hier ein Vorschlag. Sprechen Sie über Probleme, die Sie für Ihre Kunden lösen. Nicht über die Besonderheiten Ihres Produktes oder Ihrer Dienstleistung. Damit zeigen Sie Ihrem Interessenten unmittelbar, dass es um ihn geht, um die Lösung seiner Probleme, nicht um Sie oder Ihre Produkte und Dienste. Sie treten in den Hintergrund. Der potenzielle Kunde steht im Mittelpunkt. Und dort muss er ja auch hin. Denn woran sind Menschen am meisten interessiert? An sich selbst und der Lösung ihrer Probleme. Damit unterscheiden sie sich von allen anderen Verkäufern. Mit diesem Vorgehen klingen sie anders, sie wenden sich automatisch ganz dem Interessenten zu und schaffen Wert. Und hier ist das Wichtigste. Wert für ihren Interessenten. Und das ist es, was zählt. Das ist die Sendl-Regel Nummer 35. Wenn ihr Wettbewerber es so macht, machen Sie es anders. Ich hoffe, das hilft.